Die Tür und die Flächen am Fahrzeug reinigen Sie noch einmal mit Druckluft und einem Staubbindetuch. Tragen Sie stets vorschriftsmäßige Schutzkleidung und achten Sie auf einen trittsicheren Schlauch für die Atemluft. In Ihrem Becher befindet sich jetzt der Basislack. Kontrollieren Sie den Luftdruck direkt an Ihrer Pistole. Denken Sie daran, dass der Luftdruck immer am Pistoleneingang eingestellt und gemessen wird. Es kann losgehen. Tragen Sie eine dünne Schicht Basislack auf. Achten Sie dabei auf den vorgeschriebenen Abstand zur Fläche und sprühen Sie mit gleichmäßigen Armbewegungen. Kleinere Fehlstellen können Sie im ersten Spritzgang noch korrigieren. Lassen Sie den Lack ablüften. Die Ablüftzeit entnehmen Sie den Herstellerangaben der verwendeten Lacke. Spritzen Sie nun die zweite Schicht Basislack bis zur vollständigen Abdeckung des Untergrunds auf. Gleich anschließend wiederholen Sie das an der Tür. Hier spritzen Sie nur eine Handbreit vom angrenzenden Teil in Richtung Türmitte. Die fachgerechte Beilackierung stellt einen unsichtbaren Farbübergang zwischen Alt- und Neuteil sicher. Nach einer vorgeschriebenen Ablüftzeit tragen Sie auch hier eine zweite Schicht auf. Nach einer Ablüftzeit erfolgt die Effektangleichung mit Basislack. Das gilt auch für die Tür. Dieser Arbeitsgang nennt sich Nebelgang. Lassen Sie nun die Farbschichten gründlich ablüften. Jetzt ist der Klarlack an der Reihe. Stellen Sie den richtigen Druck ein und behandeln Sie damit die gesamte Tür. Und weiter geht's mit allen Flächen an der Karosserie. Auch den Klarlack spritzen Sie in zwei Spritzgängen. Damit haben Sie das Fahrzeug fachgerecht lackiert und müssen nur noch für die richtige Temperatur und Trockenzeit sorgen. Auch diese Informationen bekommen Sie aus den technischen Angaben des Lackherstellers.